Toll. Voll die tolle Wurst. Karissar haben wir. Erfindungen haben wir erforscht und erforschen mal die nächste Erfindung. Und klicken mal, um den Zug zu beenden und bewegen uns mal. Also ich habe jetzt gerade echt keine Lust, hier alles abzu... Ich möchte eigentlich viel lieber mal so eine... uns was einnehmen, ne? Also... ich will eine Stadt. So. Sollte ich mich vielleicht ausdrücken tun. Und... tja. Jetzt habe ich gerade auf der Karte halt gesehen, dass da noch was Rotes ist, aber das ist halt nur die Festung. Eine Festung ist ja ganz schön, aber... eine Festung macht auch noch kein Königreich, ne? Falls ihr wisst, was ich meine. Ha, wir treffen Larissa! Was macht ihr hier? Können wir reden? Was ist in euch gefahren, Larissa? Warum habt ihr das Juwel gestohlen, statt es zu uns zu bringen? Ihr habt den Kaiser verraten und seine Diplomaten eingekerkert. Ihr seid nicht mehr ihr selbst. Ich kenne euch nicht mehr. Warum, Larissa? Tja, Diplomaten? Diplomaten? Ich habe keine gesehen. Hört, Edward. Diese Sache ist viel gewichtiger als der Staatenbund. Ihr solltet nicht auf den Kaiser hören. Er ist der Verräter. Ich versuche, die Welt zu retten. Die Fackelträger. Verrat! Wie könnt ihr so etwas sagen? Ihr seid seine Nichte. Ihr habt das Oszillator-Juwel gestohlen. Uns den Tod durch die Verräter überlassen. Den Tod. Den Kaiser hintergangen und nun behauptet ihr, das alles sei zum Wohle der Welt? Ihr verdient es für eure Verbrechen zu sterben. Euch dem Tod überlassen? Ja. Ich? Wie? Wann? Ich habe das angeblich gestohlene Juwel gefunden und Gorsmok und Trugal davon erzählt. Ich konnte ihnen gerade so entkommen. Ich muss das Juwel aus Hengewold fortbringen, sonst wäre es den Schattenwandlern in die Hände gefallen. Und wer weiß, was sie damit anstellen würden. Dann erfuhr ich vom Plan der Schattenwandler, das Schattentor zu öffnen und kam hierher, um sie aufzuhalten. Ja, klingt logisch, ne? Merlin muss es euch gesagt haben. Habt ihr ihn denn nicht getroffen? Karishar ist der Feind allen Lebens. Die Schattenwandler beeinflussen Leonus, ebenso wie Saridas. Vielleicht können nur die Fackelträger noch verhindern, dass Adlar vernichtet wird. Ich habe sie nicht gegründet, aber ich bin ihnen beigetreten. Bitte, Edward, schließt euch mir an. Schließt euch den Fackelträgern an. Okay, interessant. Mut, Halbwahrheiten. Unsere Treue und unser Vertrauen gehört dem Kaiser, nicht einer Verräterin. Ich werde den Startpunkt niemals verraten. Edward, ihr müsst sie aufhalten. Sie ist eindeutig schuldig. Oder glaubt ihr etwa ihren wilden Anschuldigungen und ihre Panikmache? Entscheidet euch. Ja. Also wir müssen uns jetzt hier zwischen den Fackelträgern, also sprich Larissa, und dem Staatenbund entscheiden. Und ich habe es ja schon öfters gesagt, dass mir der Staatenbund eh nicht so sympathisch ist, ne? Deswegen ist es eigentlich eine leichte Entscheidung. Die Bedrohung durch die Schattenwandler ist zu groß, als dass man sie ignorieren könnte. Selbst wenn es nicht so schlimm sein sollte, wie es den Anschein hat, müssen wir der Sache auf den Grund gehen und herausfinden, was hier los ist. Ich stehe an eurer Seite, Larissa. So, wie könnt ihr das nur tun? Ich kann das nicht hinnehmen. Ich werde dem Kaiser Bericht erstatten. Es muss sein. Viel Glück mit dieser leicht bekleideten Hexe. Ihr habt sie verdient, Edward. Lebt wohl. So. Karishar, ihr widersetzt euch also euren Befehlen. Ich wusste es. Sie hätten Lucian schicken sollen. Der dämliche... ach, jetzt bekomme ich entweder die oder die Stadt hätte ich bekommen wahrscheinlich, ne? Der dämliche Trottel befolgt immer seine Befehle. Glaubt nicht, dass ihr eine Chance habt. Es bedeutet nur, dass ich euch beide töten muss. Holt noch einmal Luft und schließt die Augen. Das hier wird gleich vorbei sein. Ihr werdet scheitern. Also, Larissa haben wir gefunden. Machen wir mal zu. So, jetzt muss Valerie überleben. Nee, das haben wir geschafft. Wäre jetzt okay, wenn sie jetzt nicht mehr überlebt, vermutlich. So, hier haben wir Krieg jetzt mit Karishar, das ist klar. Larissa muss jetzt natürlich überleben. Karishar muss besiegt werden, ist okay. Ihr seid mit Larissa ein Bündnis eingegangen, okay.
wir mit Larissa Frieden geschlossen, ist auch okay. Wir treffen Larissa, kenne ich ja auch irgendwoher. Und wir bewegen eine Armee. Ist das jetzt meine Stadt? Nee, ist es nicht. Das ist immer noch Larissas Stadt. Was ich prinzipiell eher schade finde. Hier kann ich mal auf die Eilbeeren treten. Und ja. Was ist denn das für eine Einheit? Das ist alles Armee von Larissa. Und was hat er da drin? Also ihn kriege ich nicht. Ihn kriege ich mit meiner lächerlichen Kampfkraft hier aber auch nicht klein. Ne? Das ist gerade so ein bisschen das Problem. Ich kann hier mal zu dem Schrein gehen. Ich kann mal dahin gehen und kann dann mal meinen Zug beenden. Ja, müssen wir mal gucken. So, meine Einstellung wurde verändert zu eher gut. Da kommt Larissa. Larissa hat eine Schlacht gewonnen. Das ist ja sehr schön für Larissa. Und eine Armee benötigt meine Befehle. Und ich bin halt immer noch leider in der Situation, dass ich nicht so recht weiß, was soll ich mit meinen Befehlen machen. Also hier wäre es nirgendwo anders weitergegangen. Doch, hier wäre es nach oben gegangen eventuell. Das ist ein Siedler, das ist ein Wagreiter, Schwarmschleuderer, Spießkämpfer, Unantastbare, noch Unantastbarer und ein Plünderer. Das kriege ich nicht gebacken mit den Heinis, die ich dabei habe. Also, schwierig. In die Richtung geht es nicht weiter, hier ist der E-Kartenrand. Gott, ist die Karte klein. Kann ich jetzt zu Larissa gehen? Nee, ich will nicht das Bündnis brechen. Ich will einfach mal bei ihr durch die Lande latschen und mich mal umgucken. Weil ich bin, also ich kann mir das schon vorstellen, dass ich jetzt eigentlich hier den angreifen muss, aber... Tja. Aber was bringt das Ganze? Ich meine... Harisha hat dieses Gebäude eingenommen. Larissa wird ihm jetzt, glaube ich, ziemlich einheizen, wie ich die Gute kenne. Und ich kann hier potenziell über die ganze Karte ziehen, aber... sehe da jetzt auch nicht den... sehe da jetzt nicht den... den Punkt, versteht ihr, was ich meine? Also es ist jetzt irgendwie... ist es jetzt nicht so, als ob ich der Meinung wäre, das wäre jetzt toll irgendwie. Man, hier kann ich jetzt... in den Acker noch reinziehen. Larissa ist natürlich noch voll am Rumbasteln gerade. Und da gibt es also noch jede Menge Kriege zu führen. Larissa hat hier eine Schlacht gewonnen. Und naja. Ja, ich wehr mich hier. Ich kann jetzt hier mal eine Festung platzieren, einfach mal. Die ich mich schon mal verschanze dann. Mehr kann ich jetzt gerade irgendwie nicht machen. Ich kann hier mal aus Spaß die Festung einnehmen, weil die ist ja unverteidigt. Und ziehe dann hier rüber und gucke ich mir einfach an, ob ich die Stadt da vorne einnehmen kann. Das ist wirklich, glaube ich, das Einzige, was ich gerade machen kann. Also... keine Idee sonst. Ernsthaft. Und ist natürlich eher... ist natürlich eher blöd, ne? So, sie ist jetzt... Alter, das ist natürlich auch voll unschön, wenn wir jetzt hier jedes Mal eine halbe Stunde auf andere Spieler warten müssen.
sie genauso. Und sie genauso toll zieht wie die meisten Computergegner einfach. Ja, der hat sich das Ding natürlich wieder geholt, das ist völlig klar. Hier trete ich jetzt mal auf die Eilbeeren. Geh mal in die Richtung weiter, also da soll es ja dann hingehen. Was ich jetzt mal machen kann, ist halt eventuell mal mit Larissa reden. Und ja, ich kann sie jetzt nicht dazu bewegen, wie es mit den freien Städten ist, meinem Reich beizutreten. Das wäre noch, das wäre ultra cool gewesen. Aber es geht halt nicht, ne? So, Larissa hat hier eine Schlacht gewonnen. Und ja, ich gehe mal auf die Musketiere. Und mir mangelt es aber jetzt halt echt an der Armee, um irgendwas zu reißen, was auch nur annähernd interessant wäre hier. Ja, cool. Die Stadt hat sich jetzt Larissa halt auch geklemmt. Ja, die Stadt hat sich Larissa geklemmt. Hm. Tja. Tja. Ich kann es hier nochmal hochlaufen, aber... Da ist ja nichts, ne? Ich gehe jetzt einfach mal darüber wieder. Also Larissa... hat halt... hat halt die Situation unter Kontrolle, um es mal so zu sagen, ne? Auch Larissa hat sich auch hier breit gemacht schon. Nee, das ist... ja, das kriege ich ja nicht gebacken, den Kampf. Das ist keine Schar, also ich glaube, ich glaube, dass die Sache hier irgendwie schon so weitestgehend gegessen ist. Hier ist halt auch unmöglich, was zu machen für mich. Also Larissa hat es hier gemacht, würde ich sagen. Das kann doch nicht wahr sein. Tja, nächste Runde. Tja, ich bin... ich bin irgendwie völlig wortlos, was das hier jetzt gerade angeht, das Ganze. Muss ja irgendwas katastrophal scheiße gemacht haben. So, jetzt bin ich von Schützglüfen beeinflusst. Das ist seine Hauptstadt, wette ich mit euch. Wo ich natürlich auch null Chancen habe, mit meinen drei Leuten irgendwas zu machen. Ne, also hier brauche ich mich nicht aufhalten, das überlebe ich schlichtweg nicht. Halleluja, was soll ich denn machen? Ich bin von Schutzglyphen beeinflusst, ist natürlich auch klar. Mein Gebäude war unverteidigt, okay. Da war ein Teleporter, Säule der Helden. Da gibt es Beförderung. Aber hier ist ja auch nichts, was ich irgendwie zu einer Stadt umwandeln könnte. Ne? Und ich habe hier ernsthafte Sorgen um Edward. Verständlicherweise. Und hier ist Ende Gelände. Aber Lot, wo soll ich denn hin?
Wo? Um Himmels Willen soll ich hin? Tja. Tja, ne? Also, puh. Das ist ganz schön doof. Ich habe sicher schon gesagt, dass es ultra spät ist und ich mache hier dann einen Neustart, aber in der nächsten Aufnahme. Weil das, was ihr hier seht, dieses traurige Ergebnis, das gibt es dann morgen zu sehen. Und ja, jetzt schauen wir mal. Sorry fürs planlose Rumrennen. Ich habe das verrafft. Ich glaube, ich hätte sofort einfach seine Stadt einnehmen müssen. Wirklich so instant. Hätte ich mich nicht zieren dürfen. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Und vielen Dank fürs Zuschauen, trotz allem. Und ja, bis dann. Ciao.